Fünf Dinge, die hätte ich gern früher gewusst in meinem Leben, dann hätte ich mir manche Bruchlandung sparen können. Und in diesem Video, da lasse ich Sie an meinen wichtigsten Erkenntnissen aus über 53 Lebensjahren teilhaben. Wenn Sie das umsetzen, was ich Ihnen hier erzähle, dann bleibt Ihnen im Leben viel erspart. Schauen Sie das, ehe es zu spät ist. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Buches »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres noch selbstbewusster macht. Den Link zu den kostenlosen Testtagen finden Sie unter diesem Video. Ich will, dass Sie eines Tages zufrieden auf Ihr Leben zurückblicken und darum gebe ich Ihnen jetzt die fünf wichtigsten Erkenntnisse meines Lebens an die Hand. Wenn Sie das befolgen, werden Sie am Ende Ihres Lebens nichts zu bereuen haben, sondern zufrieden zurückblicken. Also hier meine erste Erkenntnis, die Sie umsetzen sollten, ehe es zu spät ist. Lass dir deine Träume von niemandem ausreden. Ich war ein kleiner Junge im Schwarzwald, Sohn eines Handwerkers. Eine Karriere als Journalist oder Autor war für mich weiter entfernt als der Mars von der Erde, zumal ich kein guter Schüler war. In der 7. Klasse blieb ich sitzen. Meine Mathelehrerin fragte mich mal, was soll bloß aus dir werden? Übersetzt hieß das, aus dir wird nichts, du landest unter der Brücke. Ich aber, ich träumte davon, Journalist zu werden, und schon als Jugendlicher hämmerte ich nächtelang in meine alte Adler-Schreibmaschine. Doch keine Zeitung, niemand wollte meine Artikel drucken. Aber ich gab nicht auf und ich schrieb weiter. Erst schrieb ich für die Schülerzeitung, dann schrieb ich Leserbriefe, und diese wurden zunächst klein veröffentlicht, dann immer größer in den Zeitungen. Es gab Menschen um mich herum, die sagten, dein Schreiben, das ist doch nur eine Spinnerei. Du kriegst ja nicht mal ein Honorar für deine Leserbriefe. Aber ich ließ mich von meinem Traum einfach nicht abbringen. Ich schrieb und schrieb und schrieb weiter. Und eines Tages, da bekam ich Post von einem echten Schriftsteller, der mir zu einem Leserbrief gratulierte. Der Mann hieß Frederick W. Nielsen, war Hitler-Emigrant und der wurde mein Mentor. Denn er glaubte an meinen Traum, er glaubte an mein Talent und je mehr er es tat, desto mehr konnte ich das auch. Und so gelang es mir, den zweiten Bildungsweg einzuschlagen, Journalist zu werden, Chefredakteur und schließlich Autor. Daraus habe ich gelernt, egal wie unwahrscheinlich ein Traum ist, wenn Sie wirklich daran glauben, dann fliegen Ihnen Kräfte zu, um ihn zu verwirklichen. Dann lernen Sie die richtigen Menschen kennen, dann öffnen sich die richtigen Türen, dann fügt sich ein Puzzlestein zum anderen. Pfeifen Sie auf Menschen, die Ihnen Ihre Träume ausreden wollen. Die Träume sind der Treibstoff Ihres Lebens. Und wenn Sie nur intensiv genug etwas denken, dann ziehen Sie eine entsprechende Realität an. Denn die Materie folgt dem Geist. Also träumen Sie weiter, denn die Träume sind etwas ganz, ganz Wichtiges im Leben. Und hier ist meine zweite Erkenntnis, die Sie unbedingt umsetzen sollten, ehe es zu spät ist. Seien Sie nicht nur nett zu anderen, sondern auch zu sich selbst. Ich war schon immer ein sozialer Typ. Es war mir wichtig, dass die Menschen sich um mich herum wohlfühlen. Und wenn mir jemand einen Witz erzählte, hielt ich mich dafür verpflichtet, an der richtigen Stelle zu lachen. Wenn mich jemand um seine Hilfe bat, dann bin ich losgelaufen, unabhängig davon, ob ich es wirklich wollte. Und wenn mir jemand erzählt hat, was ihm auf dem Herzen lag, habe ich so lange zugehört, wie er geredet hat, auch wenn mir die Augen dabei fast zufielen. Ich habe die Bedürfnisse anderer über meine gestellt und das war ein Fehler, den ich erst spät korrigiert habe. Heute bin ich immer noch ein sozialer Mensch, aber ich habe es gelernt, Grenzen zu setzen. Ich habe es gelernt, auf meine eigenen Bedürfnisse zu hören. Ich lehne Aufträge ab, die mir nicht gefallen. Ich sage Nein zu Einladungen, wenn ich keine Zeit habe. Und ich sage, dass ich müde bin, wenn ich nicht mehr zuhören will. Ich bin ehrlicher, ich horche mich hinein, ich nehme meine Bedürfnisse ernster und deshalb werden sie auch von anderen ernster genommen. Mein Rat an Sie: Hören Sie auf Ihre Bedürfnisse. Sagen Sie den Menschen um sich herum, was Sie wirklich wollen. Machen Sie niemals eine gute Miene zum bösen Spiel. Nicken Sie nie mit dem Kopf, wenn Sie anderer Meinung sind. Seien Sie ein guter Anwalt Ihrer Bedürfnisse. Zeigen Sie sich der Welt als der einmalige Mensch, der Sie sind. Dann fühlen Sie sich noch wohler in Ihrer eigenen Haut und Sie werden Menschen magnetisch anziehen. Denn wir alle lieben aufrichtige Charaktere, die sagen, was sie meinen und die meinen, was sie sagen. Und hier der dritte Punkt, ehe ich am Ende noch auf eines meiner Lieblingszitate komme, das vielleicht auch das Motto Ihres Lebens werden kann. Mein dritter Punkt lautet, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Ich war 20 Jahre, als ich meine Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst beendet hatte.
Und ich fragte mich, bin ich jetzt nicht schon zu alt, um noch den zweiten Bildungsweg einzuschlagen? Ich war 30 Jahre alt und Manager in einem Lifestyle-Konzern, als ich mich fragte, bin ich jetzt nicht schon zu alt, um mich selbstständig zu machen? Und ich war 46 Jahre alt, Autor und Karriereberater, als ich mich fragte, bin ich jetzt nicht schon zu alt, einen YouTube-Kanal zu gründen? Zumal ich nicht mal ein Smartphone besitze und die digitalen Medien nach Kräften aus meinem Leben raushalte. In all diesen Fällen habe ich lange mit mir gerungen, soll ich oder soll ich nicht? Und dann habe ich mich schließlich entschieden, es doch zu versuchen. Und ich wurde reich belohnt vom Leben. Als Journalist habe ich zunächst glückliche Jahre verbracht und einen Reportagepreis gewonnen. Als Buchautor gelangen mir große Bestseller und als Coach stellte ich den größten YouTube-Kanal deutscher Sprache zu Themen rund um die Kommunikation auf die Beine. Daraus können Sie lernen, ganz egal wie alt Sie sind, es ist nie zu spät. Der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn Sie etwas von ganzem Herzen wollen. Wenn Sie mit 70 oder 80 oder 90 Jahren noch auswandern oder heiraten wollen, dann tun Sie es bitte. Wenn Sie mit 40 oder 50 oder 60 noch in einen neuen Job wechseln wollen, dann tun Sie es bitte. Und wenn Sie mit 35 nochmal ein neues Studium anfangen oder sich mit 55 selbstständig machen wollen, tun Sie es. Denn ich garantiere Ihnen, ein paar Jahre später werden Sie zurückblicken und dasselbe denken wie ich. Ach, was ich damals doch noch für ein junger Hüpfer war. Wie gut, dass ich mich getraut habe. Die richtige Entscheidung im Leben, das ist immer die, hinter der Sie wirklich stehen. Denn Ihr Herz, das kennt den Weg, folgen Sie ihm, dafür ist es nie zu spät. Und damit bin ich beim vierten Punkt, den Sie beherzigen sollten, ehe es in Ihrem Leben zu spät ist. Wie erfolgreich du bist, das entscheidest nur du. Es gibt Menschen, die wollen uns einreden, erfolgreich bist du, wenn du eine wichtige Position bekleidest, wenn du viel Geld verdienst, wenn du ein großes Auto fährst, wenn du in einer Villa residierst und wenn dein Name in der Zeitung steht. Aber ich habe viele Menschen beraten, die nicht nur in Geld, sondern auch in Unglück schwammen. Von außen betrachtet waren sie sehr erfolgreich, aber tatsächlich fühlten sie sich gescheitert. Da war der Unternehmer, der Millionen scheffelte, aber dabei seine Familie verlor. Da war die Bürgermeisterin, die so gern in den Bundestag aufgestiegen wäre, aber nie über ihre Kleinstadt hinauskam und unter einem tiefen Minderwertigkeitskomplex litt. Da war der Erbe eines großen Vermögens, der sich vom Schatten des Vaters so sehr erdrückt fühlte, dass er in die Drogen abglitt. In jungen Jahren, da habe auch ich danach gestrebt, eines Tages eine leitende Position auszuüben. Doch als ich schließlich Chefredakteur war, da habe ich gemerkt, ich bin immer noch so glücklich oder unglücklich wie davor. Denn Glück, das kommt nie von außen. Keine Position kann Sie glücklich machen. Kein Geld kann Sie glücklich machen. Keine Lorbeeren können Sie glücklich machen. Glücklich können Sie sich nur selbst machen. Und das geht ganz einfach, indem Sie Ja zu Ihrem Leben sagen. Dann sind Sie erfolgreich. Wer zum Beispiel gern ein Leben als Sachbearbeiter führen, pünktlich Feierabend machen und viel mit seiner Familie unternehmen will, der fühlt sich vielleicht erfolgreicher als ein Topmanager, der immer noch mehr will. Mehr Geld, mehr Erfolg, mehr Anerkennung. Nee, was Erfolg ist, das bestimmen nur Sie selbst. Erfolgreich sind Sie dann, wenn Ihre Erwartung ans Leben sich möglichst gut mit Ihrer Wirklichkeit deckt. Und was Sie erwarten, das bestimmt Ihren Erfolg. Demut ist eine Tugend, die Ihnen hier weiterhilft. Und jetzt meine fünfte und letzte Erkenntnis, die Sie beherzigen sollten, ehe es zu spät ist. Nur die Liebe zählt. Lassen Sie sich nicht einreden, dass Ihr Lebensglück in Euro oder Dollar oder einem Titel auf der Visitenkarte zu messen ist. Ihr Glück hängt allein von der Liebe ab. Damit meine ich nicht nur die Liebe zu einem Menschen, sondern auch die Liebe zur ganzen Schöpfung, die Liebe zu allem, was Sie empfinden, was Sie denken, was Sie tun. Wenn Sie das, was Sie tun, von Herzen lieben, dann haben Sie automatisch ein schönes Leben. Gehen Sie liebevoll mit Menschen um und die Menschen werden Sie lieben. Üben Sie Ihren Beruf mit Liebe aus und man wird Ihre Arbeit lieben. Sehen Sie die Natur, sehen Sie den Himmel, sehen Sie jedes Tier mit Liebe und Sie werden sich von Liebe umgeben fühlen. Ein Mensch, der liebt, der ist unverletzbar. Die Liebe ist ein Schutzschild, der sie umgibt. Die Liebe ist eine Wolke, die sie trägt. Die Liebe ist wichtiger als alles andere im Leben. Und wenn Sie Menschen lieben, einen Partner oder eine Partnerin, einen Freund oder eine Freundin, einen Sohn oder eine Tochter, einen Vater oder eine Mutter,
Wenn Sie Menschen lieben, dann ist das ein ganz, ganz großes Glück. Diese Erde kann die Hölle sein, wenn wir uns hassen und bekämpfen, aber sie kann der Himmel sein, wenn wir uns lieben. Ich tue alles, um immer mehr zu lieben. Und dazu passt jetzt mein Lieblingszitat von Albert Schweitzer. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Ich wünsche mir, dass Sie und ich eine solche Spur der Liebe hinterlassen. Es ist nie zu spät, mit dem Lieben anzufangen. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video mit der tragischen Geschichte, warum meine Freundin sich umbrachte. Es war ein schrecklicher Moment, aus dem Sie viel für sich lernen können. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es gleich noch ein. Jetzt möchte ich Ihnen noch etwas Kostbares schenken, mein Videoseminar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine Methode vor, die Ihr Leben verändern wird. Mehr Selbstbewusstsein und mehr Erfolg werden Ihnen spielend leicht gelingen. Egal, ob Sie 25 oder 85 Jahre alt sind, die 3-Minuten-Methode, die schenkt Ihnen ein erfüllteres Leben. Klicken Sie jetzt hier, um mein Geschenk zu nutzen und meine raffinierte Methode kostenlos kennenzulernen. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, am liebsten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Behrle.